Erstmals seit 2013 findet ein Finale der Champions League ohne Cristiano Ronaldo und Lionel Messi statt. Mario Balotelli hält das Ansehen der beiden Superstars trotzdem für unbeschadet. Bildergalerie Sport-Promis, die besten Bilder. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Barcelona bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige Balotelli, Ronaldo der Beste, Messi ein Alien. Für den Italiener grenzt es an Majestätsbeleidigung, die beiden nun in Frage zu stellen. Du kannst nichts Schlechtes gegen die beiden sagen, weil sie ein schlechtes Spiel gemacht haben, ausgeschieden sind oder verloren haben. Das wäre verrückt. Jetzt aktuelle Fanartikel von Juventus Turin bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: In der Tat haben beide Stars auch in dieser Saison wieder unglaubliche Zahlen aufzuweisen. Alien. Messi ist trotz des Ausscheidens alleiniger Führender in der Torschützenliste der Champions League mit 12 Toren. Auch CR7 konnte in dieser Königsklasse-Saison 6-mal treffen und bereitete 2 Tore vor. Beide sind bereits vorzeitige Meister in der spanischen bzw. italienischen Liga. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, Kovac, ich lag wieder richtig, Fußball, Europa League, Skistar schockt mit Geschichte, Basketball, griechischer Basketball in Trümmern, Fußball, Champions League, das Millionenopfer wird zum Heldenfußball, Champions League, Mourinho zerpflückt Ajax, Taktik, Balotelli und Instagram, nichts Neues. Es ist nicht das erste Mal, dass Mario Balotelli mit einem Instagram-Post Aufsehen erregt. Erst Anfang März ließ der 28-Jährige die Social-Media-Welt beben, indem er seinen Torjubel nach einem Treffer gegen AC Etienne live in einer Story auf der Plattform streamte. Wir werden wohl nicht lange auf die nächste Social-Media-Anekdote von Super Mario warten müssen. Let's Block Ads, why?